herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Hallo Alexandra. Einer, der jetzt zuguckt, kriegt einen Schock, oder? Warum sind die in meinem Büro? Genau. Derjenige weiß das nicht. Herr J.B. aus B. Ja. Wir suchen ja immer ganz verrückte Locations aus. Verrückter geht's eigentlich nicht. Diesmal haben wir gedacht, das machen wir mal. Der hat irgendwie schon, warum hat er eigentlich schon Feierabend? Weil du ihn nach Hause geschickt hast. Ach so, okay. Und da haben wir gesagt, wir übernehmen das jetzt mal hier. Wir kommen aus Berlin sozusagen heute, ne, ja, wie angekündigt. Fast am Ende einer Sitzungswoche. Ja. Und dachten, wie gesagt, wir zeigen mal, was hier los ist. Er hat ja auch tolle Sachen hier hängen. Ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Sind wir jetzt geschlossen gegen Ausgrenzung? Oder sind wir offen für Vielfalt? Na, es kommt immer darauf an, was für eine Vielfalt. Ich finde zum Beispiel beim Fleischer, wenn es eine große Wurstvielfalt gibt, das finde ich toll. Also das hängen wir jetzt dahin. Geschlossen gegen Ausgrenzung oder offen für Vielfalt? Wie wollen wir die unseren Zuschauern den Abend versüßen? Wir können ja mal fragen, was ist besser? Sind wir geschlossen gegen Ausgrenzung oder sind wir offen für Vielfalt? Das wissen wir. Ich hänge das einfach mal so hin. Wir können das beim nächsten Mal, können wir dann, wenn die Mehrheit anders ist, dann machen wir beim nächsten Mal das andere Schild hin. Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht eine Zuschauerin erkennt den Leuchtturm wieder, den sie mir mal geschenkt hat. Könnte man sich fragen, warum steht der bei jemand anderen im Büro? Vielleicht, weil er kaputt gegangen weil ist? Weil der andere Mensch diesen Leuchtturm kaputt gemacht hat und ich darauf warte, dass er diesen repariert. Wann warst denn du in Newport? Na nie, das ist ja ein Geschenk. Ah, auf Newport? Nee. Wo ist denn Newport überhaupt? Aus Greifswald? Also Greifswood. Ja. Ja, so, also okay. Das wird schon wieder. Ja. Die Woche ist fast rum, die Sitzungswoche. Ja. Oh, ich habe am Ende der Woche, oh, da denke ich mir immer jetzt mal, so ein Masseur wäre auch nicht schlecht. Die Woche plätscherte so ein bisschen vor sich hin, ne? Ich sag mal, was das Plenum hier in Berlin angeht, war im Plenum an sich war es relativ unspektakulär. Ja. Die Bundesregierung arbeitet halt nicht, da gibt es auch keine Gesetzentwürfe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Ampel untereinander sich auf gar nichts mehr einigen kann. Ja. Wir hatten einige große Debatten zu Islamismus, islamistischen Straftätern, alles, die CDU plötzlich hat das als Thema für sich entdeckt. Ne? Hm. Was gab es noch für große Debatten? Das queere Leben? Das queere Leben war gestern sehr schön. BAföG, die anderen, wir wollen BAföG reformieren, BAföG besser machen. Die anderen sind dagegen. Und heute, also am Tag der Ausstrahlung, kam ja sozusagen mein Strike. Ja. Hatte ich das überhaupt schon mal? Ja, du hast einmal, glaube ich, 5 Reden an einem Tag. Da hattest du noch eine von Herrn Pohl übernommen, wenn ich mich richtig erinnere, weil er krank geworden war. Das ist schon lange her, genau. Und da hattest du, glaube ich, 5 Reden an einem Tag. Und morgen, also heute, 3. Ja. Jetzt denkt man sich, boah, wie kann man 3 Reden, wie kann man das nur vorbereiten? Da muss man natürlich so sagen, einer hat 3 Minuten, einer hat 2 Minuten und einer hat nochmal 3 Minuten. Ja, ja, aber das macht es nicht unbedingt einfacher, weil man sich erstens auf alle 3 Themen erstmal einlassen muss. Und weil zweitens es manchmal schwieriger ist, eine kurze Rede als eine lange Rede zu halten. Ja, aber ich sage mal, derjenige, der die Autobahn asphaltieren muss oder der Dachdecker, der 8 Stunden auf dem Dach steht, denkt sich immer, der muss da 8 Minuten reden, was macht er denn da die Wille? Mache ich ja gar nicht. Aber es ist schon relativ ungewöhnlich, dass man 3 Reden an einem Tag hat. Das war jetzt aber auch, wenn wir durch sind, meine 75. Rede habe ich dann gehalten, ja, ne, in dieser Wahlperiode. Ja. Und andere zählen anders, da bin ich schon über 100. Also 75 Reden, wir zählen immer die am Rednerpult. Ne? Genau. Und manche zählen ja dann noch die also in den Sitzbänken mit. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich so super fleißig bin. Da sind ja auch öfter mal so ein bisschen Schnulli-Themen dabei, ne? Wo man sich denkt. Ja, aber können wir ja nichts für die Themen. Nee, wir sind halt in Bereichen jetzt unterwegs, die jetzt nicht durchgehend immer total spannend sind, wie Hitchcock-Filme. Heute, ne, war ja das Lieferketten... Lieferkettengesetz, das nee, war... Nee, das war Sorgfalts... Das war so ein Scrabble-Word. Lieferketten-Dings-Aufhebungsgesetz von der CDU. Ja. Ja, das war auch so ein Ding von der CDU. Haben vor ein paar Jahren super Lieferkettengesetz alles vorbereitet, dann hat die Ampel das verabschiedet, CDU war glaube ich auch nicht dagegen. Ne? Und jetzt aufheben, kommt die CDU wieder aus dem Quark, genau wie Cannabisgesetz, wir hatten das ja schon mal. Ja. Cannabisgesetz nicht verhindert, Gebäudeenergiegesetz nicht verhindert, Selbstbestimmungsgesetz nicht verhindert. Das Ganze kann man aber auch, ich glaube, ich erzähle das, habe das in meiner Rede heute erzählt auch. Ne? Mhm. Also wer noch Interesse hat, vertiefe sich in meine... zweite oder dritte Rede heute. Die kommt ja irgendwann, veröffentlichen wir die auch. Genau, wir sind ein bisschen im Zurück. Genau, musst du jetzt gehen? Ja. Es ist auch schon spät, ne? Ich gucke mal auf die Uhr. Der hat gar keine Uhr. Wie macht man denn da pünktlich Feierabend, wenn man keine Uhr hat? Wir haben ja alle Handys. Okay. Und am Computer haben wir auch eine Uhr. Aber ja, der ist halt jetzt auch. Auch. Also ist schon nach 8 jedenfalls. Ja. Da kann man schon mal müde sein. Du wirkst auch so geschrumpft. Ich sitze auf einem anderen Stuhl. Ja, hat die Alexandra geschrumpft? Ja. Ist ja auch tiefer irgendwie. Wir wollen ja nichts verstehen. Ja, ich wollte gerade sagen, der dreht da durch. Nein. Grüßen wollten wir auf jeden Fall noch, den hatten wir schon länger nicht mehr gegrüßt, aber schon sehr oft, den Lars T. aus D. Ja. Der war ja schwer krank. Ja.
so mit Dialyse und so. Ne? Und den haben wir jetzt ja beim Infostand in Lünen mal getroffen. Schöne Grüße hier aus Berlin, lieber Lars. Er hat eine neue Niere bekommen. Und es scheint alles gut zu funktionieren. Und ja, er sagt, wie neu geboren. Ja, muss zwar sehr sympathischer 30 Mann. Tabletten am Tag schlucken. Sehr aber, sympathischer Sohn. Ja, oder? Das ja, war eine tolle Sache. Also halt durch. Wir hoffen, dass da alles nette Familie da bleibt, wo es eingebaut wurde. Ja. Hat er uns ja gezeigt. Wir, keine Details jetzt. Also jetzt so, nicht gezeigt, nur so angedeutet. Man kann ne? sagen, ey, zum Glück nicht. Also. So, was hatten wir noch? Wir hatten die EU-Wahl. Wir hatten die EU-Wahl. Ich greife jetzt immer ein bisschen vor. Weil du, wenn du keine Fragen vorbereitest, gebe ich einfach trotzdem Antworten. Ein. Du lässt mich ja gar nicht zu Wort kommen. Abend, sag ich mal, der so ein bisschen durchwachsen war. Manche haben mehr erwartet, manche dachten, um Gottes Willen, vielleicht wird es noch schlimmer. Ich denke mal, der Wähler hat da weise entschieden. Es ging ja, ist ja immer so, ne? Es ging ja erstmal besser los, als es dann geendet ist. Genau. Ein bisschen ein paar Monate zurück, da dachten wir schon, hier die absolute Mehrheit ist fast in Sicht. Ja. Dann war ja gefühlt Schmutzkübel, Geheimdienste, Erfindungen, Lügen, jeden Tag Vorwürfe gegen Personen und gegen die Partei und so. Und da dachte man aber schon, du gehst schon wieder. Hör doch mal auf. Meinst du wirklich, dass das der Grund ist, dass die Leute dann nicht AfD so gewählt haben, wie es im Januar ausgesehen hat? Oder war es vielleicht auch, dass dann diese Bauernproteste damals und so, dass das mehr so aufgewiegelt hat? Also denkst du, dass es eher so ein personelles Ding oder ein thematisches ist? Das ist eine Mischung. Also ich glaube, das hat bei, Gott sei Dank, bei relativ wenigen verfangen. Wir haben ja deutlich zugelegt. Jetzt nicht nur was Prozente angeht, sondern auch an absoluten Stimmen. Deutlich Millionen Stimmen mehr als bei der letzten EU-Wahl. Aber es geht halt nicht an jedem spurlos vorüber. Und wir beschäftigen uns ja täglich mit Politik und wissen genau, dass das, was uns vorgeworfen wird, zu 99,999% frei erfundene Geschichten sind, die aus der Relotius-Ecke kommen, vom Spiegel, von dieser Korrektivtruppe, vom Geheimdienst, teilweise aus dem Ausland. Und da werden Sachen erfunden und Quellen genannt, die es gar nicht gibt und solche Sachen. Wir wissen das ja. Aber bei vielen Leuten, die denken sich ja auch zwei, drei Mal, das ist Unsinn, aber wenn es zum 5., 6., 10., 12., 20. Mal kommt, dann setzt sich das vielleicht irgendwie fest und dann denkt man, ach komm, da will ich dann doch jetzt hier vielleicht doch die CDU. Ja, aber man könnte natürlich oder die auch FDP, sagen, die versprechen immer so schöne Sachen. Man könnte auch sagen, die Typen sind mir völlig egal, die da sitzen, Hauptsache das Programm wird umgesetzt, oder? Ja, sollte man so sehen. Also. Zumal das Programm wird umgesetzt von denjenigen, die es ja auch umsetzen würden. Und bei den anderen, wissen ja alle, die haben ja das Gegenteil gemacht, bis kurz vor der Wahl. Dann machen sie so ein bisschen, tun so ein bisschen, als wenn sie halt für innere Sicherheit, für Abschiebung von Kriminellen und Ausländern, gegen, also für Grenzkontrollen, gegen unbegrenzte Einwanderung sind. Tun aber nur so. Bei uns ist es original. Aber viele Altparteien hoffen halt darauf, dass der Mensch draußen, der Bürger, schnell vergisst. Das tut er. Und da darf man halt nie vergessen, ne? Die Wurzel allen Übels ist Merkel. Merkel ja, mit ihrer CDU, alle CDUler, keiner hat da widersprochen. So gut wie keiner hat widersprochen. Ja. Ich habe mir heute die Rede von Linnemann, gestern habe ich mir die Rede von Linnemann angehört, zu Aktuelle Stunde, Lehren aus der EU-Wahl. Und dann hat er gar nicht über die EU-Wahl geredet, habe ich jetzt nicht verstanden, aber hat dann über Bürgergeld und wie schädlich das ist, gesprochen. Ja, das war die Aktuelle Stunde, ich glaube, von der CDU. Von der CDU, ja. Die hatten Lehren aus der EU-Wahl ziehen, Bürgergeld abschaffen. Ja, habe ich nicht verstanden, den Zusammenhang. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, sie mussten irgendwas Aktuelles voranstellen, damit sie es Aktuelle Stunde nennen können, aber die Rede hatte gar nichts damit zu tun. Und dann am Ende dieser Klatschmarathon von der CDU, das war so peinlich. Also, aber Bürgergeld cringe. Ist auch so ein klassischer Fall, ne? Wer war dafür? CDU, CDU, CSU waren für das Bürgergeld. Wer hat von Anfang an gesagt, Leute, das ist scheiße? Mhm. Wir von der AfD. Wer hat auf uns rumgehackt? Also wäre alles unsozial. Alle anderen. Was sagen jetzt alle anderen? Bürgergeld muss reformiert werden. Also ja, hätte man da auch mal auf uns gehört, wäre das auch nicht passiert. Ja, aber ich glaube, die Menschen können sich nicht zwingend merken, dass das, wie die CDU da abgestimmt hat. Ja, aber also Bürgergeld muss ich jetzt nach, ne? gleich noch in meine Rede schreiben, die ich jetzt ja schon gehalten habe. Also bei der Ausstrahlung. Eigentlich. Ja, so. Es war ja schon vor der EU-Wahl bekannt, dass Teile der ID-Fraktion möglicherweise ein Problem damit haben, mit der AfD weiter zusammenzuarbeiten. Ja. Das hat nächste sich, Frage. Ja, ist auch, so kann man auch abarbeiten. Das war jetzt natürlich die fünfte Frage, glaube ich. Genau. Das hat sich nach der Wahl nicht geändert. Was auch daran liegt, was ziemlich überraschend kam, dass Frankreich Neuwahlen beschert wurden. Ja. Und die haben ja jetzt auch ganz schön mit sich selbst zu tun in Frankreich. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt super harmonisch abgeht. In Frankreich an sich? Ja. Genau. Das fällt nochmal so ein Blick auf die EU-Wahl in Deutschland. Eine absolute Klatsche für die regierenden Parteien.
Was passiert? Nix. Welchen Kommentar macht der Kanzler? Keinen, oder? Er hat, glaube ich, nö gesagt. Nö? Ich meine, er hat nö gesagt. Worauf? Ob er es kommentieren will, hat er nö gesagt. Ach so. Habe ich irgendwie so gesehen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. In anderen Ländern, Belgien, ne? Sofort der Regierungschef, glaube ich, zurückgetreten mit Tränen in den Augen. In Deutschland hat, glaube ich, noch dann sogar Ricarda Lang einen Preis bekommen für die beste Aufsteigerin des Jahres. Wo ist sie denn aufgestiegen? Keine Ahnung, aber sie wurde halt ausgezeichnet für die beste Aufsteigerin des Jahres. Eine Parteichefin, die es geschafft hat, das Vorwahlergebnis fast zu halbieren. Also ein Drittel weniger, sag ich mal. Hätte sie mal lieber sich halbiert. Das hast du jetzt gesagt? Ja, habe ich. Aber ich wäre wieder, also ist egal, anderes Thema. Also in anderen Ländern, Frankreich, hat Macron gleich gesagt, wir machen Neuwahlen und zwar irgendwie in 3 Wochen oder so. Ja. Ne? Also relativ, bei uns sind immer Neuwahlen über Monate, wenn sie überhaupt stattfinden. Und er sagt einfach so, komm, über nächste Woche wählen wir neu. Ja, so. Grausam. Ja, was da so stell los ist. Stell dir das mal vor. Puh. Ja. Wenn ich so gucke, wie die Wahlkämpfe vorbereitet werden. Also ich weiß nicht, wie die Franzosen das machen. Ja, aber die kriegen das wahrscheinlich. Müssen wir mal anschauen. Ja. Die kennen das wahrscheinlich. Also da rollen politisch Köpfe und da passiert richtig was. In Deutschland wird zur Tagesordnung übergegangen, die haken sich noch fester unter, schnallen ihre Helme noch enger drauf und sagen, jetzt erst recht, wir haben noch ein gutes Jahr für unseren Ampelmurks und wahrscheinlich wird es noch viel schlimmer. Ja. Weil die ja genau wissen, in der Konstellation wird nie mehr regiert und wie es zurzeit aussieht, haben die Grünen ja auch nicht mehr so richtig gute Karten. Aber nee, läuft nicht so gut, ne? Die Gefahr ist halt da, dass wir auch in der nächsten Regierung drin sind, ne? So, deine Frage war jetzt aber eine andere, also ob wir auch Konsequenzen irgendwie was? Nee, das habe ich nicht gefragt, also ich habe gesagt, ja gut, die französischen Rechten jetzt nicht davon begeistert sein werden, die AfD jetzt in die ID-Fraktion wieder aufzunehmen, das ist jetzt nicht so richtig überraschend vor der Wahl. Nee, das ist überhaupt nicht überraschend und Le Pen geht ja auch, die ist völlig klar, dass Le Pen will französische Präsidentin werden. Ja, das ist auch ein... Und dafür tut sie alles und nimmt natürlich wahrscheinlich innerparteilich keine Rücksicht, in Frankreich auch nicht und schon mal gar keine Rücksicht aufs Ausland. Ja. Ich meine, so wahrscheinlich würde ich das genauso machen, wenn ich in Deutschland kurz davor stehen würde. Der Bundespräsidenten werden ja nicht direkt gewählt. Aber unterstellen wir mal, ich würde, also, ne, das wäre so. Und ich müsste halt gucken, dass ich da meine Truppenteile in Deutschland hinter mir versammle. Da gibt es keine Rücksicht aufs Ausland dann auch noch. Ja. Und dann hinterher fehlen mir 3% wegen so Mist. Völlig verständlich. Auf der anderen Seite für mich auch völlig verständlich, dass wir als AfD da nicht hinterher rennen. Also ich sehe überhaupt nicht ein, warum wir als Alternative für Deutschland uns irgendwie von außen da dominieren lassen sollen. Na gut, wir können das ja jetzt mal so ein bisschen auch unterschiedliche Meinungen reinbringen, weil natürlich der fraktionslose Abgeordnete im EU-Parlament nichts wert ist. Also kann man auch zu Hause bleiben. Ist das so? Also das ist meine Meinung. Ja, ich kenne mich da gar nicht so aus. Also es gibt ja immer die Delegationen und die Delegationen sind ja immer diejenigen, die einer Partei angehören und die aus einem Land kommen. Genau. Und für eine Fraktion im Europäischen Parlament brauche ich, korrigiere mich, 7 oder 8 Länder. Das weiß ich jetzt nicht. Wie viele Länder. Also muss länderübergreifend sein. Und dann wird es eine Fraktion. Ja. So, ob jetzt eine Delegation als solche irgendwelche Sonderrechte hat, das muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich überfragt. Es sind dann fraktionslose Abgeordnete. Ich meine, wie fraktionslosen Abgeordneten hier im Bundestag haben jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Nee, aber doch eigentlich relativ viele, wenn man sich mal guckt, wie oft die reden zum Beispiel. Die reden ja teilweise öfter als. Ja, das ist schön für den Einzelnen. Leute. Aber die haben natürlich keine. Es geht auch um finanzielle Mittel. Und da kann man jetzt sagen, ja, die Tante denkt hier nur ans Geld. Aber Politik, da geht es nun mal ums Geld. Ja. Da geht es auch darum, Mitarbeiter einzustellen und somit bessere politische Arbeit leisten zu können. Wir haben keine Stiftung, wo die Millionen hinfließen. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass Mitarbeiter diese ganze Arbeit, die woanders halt in Stiftungen abläuft, auch mit erledigen. Wobei wir natürlich Stiftung und Parteiarbeit und Fraktionsarbeit absolut trennen. Darum geht es ja auch nicht. Klammer auf würden, Klammer zu, wenn wir eine Stiftung im Sinne der Stiftung der Altparteien hätten. Aber es muss natürlich viel mehr Arbeit, auch wissenschaftlicher Natur, geleistet werden. Die ganze Metapolitik, was ja bei uns immer so diskutiert wird, das müssen Mitarbeiter leisten. Weil keiner, der auf dem Bau arbeitet, nach 8 Stunden nach Hause geht und über Metapolitik nachdenken will. Genau. Um den Bogen vielleicht zur Fußball-Europameisterschaft zu schlagen, ist auch eine Mannschaft mit 11 Leuten, die eingespielt sind, ist das besser, als wenn 3 Leute einzeln so kreuz und quer über Spielfeld rennen, ne? Und versuchen, gegen jemand anders zu gewinnen. Und genauso ist es da auch. Deshalb toi, 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 dass in Brüssel und Straßburg alles gut verläuft. Glaubst du, dass das nach der Wahl nochmal eine Chance gibt? Das weiß ich nicht. Das ist ja immer so, ich habe da jetzt auch keinen Einblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind ja unsere Abgeordneten, die gewählt sind. Davon sind ein paar relativ wenig alte Hasen und Häsinnen dabei, relativ viele sind neu dabei. Das wird ja in den anderen Ländern, in den anderen Fraktionen nicht anders sein. Vielleicht gibt es da Animositäten auch, gab es, die es dann demnächst nicht mehr gibt. Also ich drücke jedenfalls den handelnden Personen alle Daumen, die ich habe.
Glaubst du, dass der Wahlkampf gut gelaufen ist? Für uns? Ja. War ein bisschen holprig. Warum? Naja, komm, das ist doch bekannt. Naja, mir schon. Ja. Ich mache das Video nicht für mich. Ja. Also, nein, aber es ist ja auch vieles gut gelaufen. Ja, fast alles. Aber auch, sag mal, wenn ein Auto gut läuft, kann man ja holprige Strecken überwinden. Ne? Es geht immer besser, das ist, glaube ich, ohne Zweifel so. Aber ich glaube schon, dass man auch sagen muss, es gab auch gute Sachen. Ja, ich meine. Naja, wenn man neutral, objektiv auf uns schaut, kein Witz jetzt, fast alles. Wenn man natürlich auf das schaut, was öffentlich in der Öffentlichkeit transportiert wurde, durch die ganzen üblichen Gegnerscharen, die wir da haben, in Medien und Kirchenverbänden, blablabla, tralala, dann war es für einen Außenstehenden, war der Einblick, oh, da ist ja so gut wie alles schiefgelaufen. Mhm. So war es natürlich nicht. Ein absolutes Zerrbild, wenn ich mal mitbekommen habe, wie die Planung angelaufen ist, wie auch Veranstaltungen zu Hunderten, wahrscheinlich tausende Veranstaltungen durchgeführt wurden von der AfD in Deutschland. Das hat schon alles sehr gut funktioniert. Der Zulauf, wir haben ja auch ein paar Veranstaltungen gemacht, der Zulauf war grandios, auch in abgelegensten Gegenden im Westen, wo man sich denkt, hoffentlich kommt da überhaupt einer. Da waren da 100, 150, 200 Leute samstagabends bei bestem Wetter in so einem engeren Lokal, sage ich mal. Aber mit leckerem Essen. Ist schon also doch gigantisch. Ich hatte ja getippt, intern hatte ich 17,8 getippt. Mhm. Extern habe ich mal 17 transportiert und dann sind es 15,9 am Ende geworden. Ne? Ah, schade noch hier, Kollege Schnurbusch. Ja. Ist natürlich dramatisch, ne? Der war aus, oder ist aus Schleswig-Holstein. Ja, jetzt Kästner. Auf 17, der war gut, der war ja auf 17. Auch schlecht, aber der 16., der war ja am Abend noch drin im Europäischen Parlament. Und dann ging es nachts irgendwie 0,1 runter und am nächsten Jens Morgen. Jens Kästner war ja auch. War er draußen, Jens Kästner aus Niedersachsen oder jetzt aus Sachsen-Anhalt. Ja. Auf Platz 17 hat auch gesagt, immer habe ich so Wackelplätze, hoffentlich klappt es diesmal. Der ist jetzt sozusagen der zweite Nachrücker. Kann ja noch was werden, vielleicht wechselt da noch jemand. Es gibt ja eine Bundestagswahl, viele Landtagswahlen, vielleicht gibt es da noch mal ein bisschen. Vielleicht gefällt jemandem Brüssel nicht, Brüssel ist auch wirklich nicht. Ja, oder also, ich möchte das gar nicht mehr haben, das Mandat gibt es ja auch manchmal. Ja. Ist eher selten, aber passiert. Aber ich wollte auch sagen, es ist, wir sind sehr erfolgreich bei jungen Leuten gewesen. Das ist schön, das finde ich auch wirklich schön. Ja, wir beide. Wir, ist ja klar. Von Jugend zu Jugend? Ja, ja. Das läuft schon. Nein, aber Maximilian Krah ist jetzt auch kein junger Mann. Ich glaube, das würde er auch in Ordnung finden, wenn ich das sage. Er kennt sich mit jungen Menschen aus, weil er hat viele Kinder. Aber er ist erfolgreich auf TikTok. Und das ist ja auch schön. Also ich finde, ich neige wirklich nicht zu Personenkult. Also, aber ich finde, man sollte jedem lassen, dass er seinen Beitrag geleistet hat. Und Maximilian Krah hat seinen Beitrag auch mit seinen TikTok-Videos geleistet. Inwiefern das jetzt konkret wie viele Wähler gebracht hat, das werden wir nicht erfahren. Inwiefern die jung waren, werden wir nicht erfahren. Aber er hat seinen Beitrag geleistet. Und viele, und das muss man auch sagen, auch viele aus dem Vorfeld haben sehr viel Mühe sich gegeben, bei der Verbreitung dieser Videos zu helfen, haben sich hingesetzt, haben geschnitten, haben geteilt und so. Und ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Social Media sieht oft so hingerotzt oder so einfach aus, aber es ist echt viel Arbeit, ja. Ja, es gibt ganz viele fleißige Bienchen und Ameisen im Hintergrund, die man gar nicht so mitbekommt, die es völlig ehrenamtlich machen, nur aus Überzeugung, das ist im Netz klar, mit dem Schneiden und Verbreiten und Sperren umgehen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch die absolut fleißigen und gefährlich lebenden Plakathänger. Ne? Ja. Ich habe selber Plakate gehängt. Ich habe in der Stunde, schaffst du 10 Stück, also so Doppelplakate, immer Treppe rauf oder Leiter rauf, Leiter runter, irgendwo hinfahren und so. Und das sind ja Tausende, zigtausende wahrscheinlich von Plakaten in Deutschland gehängt, von mehrfach, weil sie abgerissen wurden. Also das sind schon ganz, ganz viele Hände und Köpfe dabei, um so einen Erfolg zu machen. Und deshalb sollte man auch, jetzt unabhängig vom jeweiligen Anteil, nochmal vielleicht einen Bogen zum Fußball, ich bin ja voll der Fußballexperte, ne? Ja, ja, mega. Wenn du die ganze EM nur auf der Bank sitzt und deine Mannschaft wird Europameister, dann bist du auch Europameister. Ja. Einfach nur, weil du dabei warst und im Notfall hättest einspringen können. Hast du vielleicht im Hintergrund auch, vielleicht warst du der super Typ in der Mannschaftsunterkunft, weißt du nicht, hast dich so ein bisschen aufgebaut, hast ein paar Tipps gegeben. So müsste das alles sein. Also jeder, der minimalen Beitrag geleistet hat, und das waren Zehntausende von Menschen, vielen, vielen Dank. Aber das kann die AfD nicht so richtig. Das muss man einfach mal kritisch sagen. Ich kann mich noch an die erste Bundestagswahl, wo die AfD hier eingezogen ist, erinnern. Es war die absolute Glückseligkeit. Ja, wir haben am Abend da uns gefreut und gefeiert und dann kam Petri, hat ihren Austritt bekannt gegeben und schön in die Suppe gespuckt. Ja. Und all die Leute, ja, eben die Flyer, die Verteiler, die Plakathänger, die Veranstaltungen organisieren, diese tausenden Leute,
kriegen, mit Verlaub, von diesen ganzen Skandalen, die jedes Mal nach so einer Wahl kommen, dermaßen eins auf die Fresse, was nicht in Ordnung ist. Ja? Ich finde, da ist man auch in der Verantwortung zu sagen, so Leute, jetzt freuen wir uns mal kurz. Ja, ja, und zwar ein bisschen länger als eine Stunde. Ja. Ja. Ich hatte heute, wie gesagt, so ein kleines Pressegespräch auch und da fragte ich auch, wie finden Sie das alles so und so. Da sage ich, ich hätte mir gewünscht, dass wir nach dem letztendlich doch gefühlten Wahlsieg, auch wenn wir bei den Prozenten mal ein bisschen höher standen, dass wir ein bisschen länger positive Nachrichten transportieren können als AfD. Aber Petri, genau, hatte ich schon längst vergessen. Das ist öfter mal so. Ich war so glücklich. Ganz kurz. Im siebten politischen Himmel, sagt man so. Ja. Kann man so sagen, oder? Und dann kommt, boom, nächsten Tag kommen irgendwelche Sachen, die das wieder aus den Schlagzeilen vertreiben und dann steht wieder drin Streit und weiß ich nicht und so. Das stimmt. Das ist für die Leute, glaube ich, gar nicht mehr schön. Und irgendwann sagen die dann, weißt du, hängt eure Plakate doch selber. Das macht ja gar keinen Spaß mehr. Ja, ein paar habe ich ja gehängt. Aber ich habe gesehen, das macht man immer auch so, um so ein bisschen im Training zu bleiben. Das Abmachen war dann besser. Das geht schneller. Vielleicht geht es demnächst auch mit KI, das Aufhängen. Da hatte ich ja von unserem Mitarbeiter Falk I., der jetzt in E-Punkt beschäftigt ist, hatte ich ja mal so Gartengeräte geschenkt bekommen. Ne? Ja. Diese eine angebliche Machete, die ja gar keine Machete war, die hat ja schon berühmte Berühmtheit erlangt, schon vor vielen, vielen Jahren, war bei so einem Twitter-Post von mir. Aber da gab es auch noch so ein längeres Ding. Und damit kann man wunderbar so Plakate abmachen, habe ich festgestellt. Das ist eigentlich zum Entasten von stehenden Bäumen gedacht. Mhm. So, also diese. Das Wer ist so kennt mit, es nicht? Wie so ein Bischofsstab, so ähnlich, so mit der Klinge nach innen. Und das ist hervorragend zu Plakate abmachen, wenn die Wahlen, wenn der Wahlkampf vorbei ist. Na, süß, das kann man ja auch verleihen, wenn jemand ein anderer Wahlkampf. Ja, genau. Aber jetzt wollen wir natürlich die Antifanken keine Tipps geben hier, ne? Ach, wie die, das schneiden wir lieber raus. Na gut, aber die kennen ja Falk I nicht. Und die können ja auch keine Gartengeräte bedienen. Nee. So. Willst du noch was sagen? Sonst noch was Positives? Nee. Es war genug Positives, ne? Ja. Also, alles Gute unserer EU-Delegation, dass die auch zueinander finden und in Brüssel und Straßburg alle glücklich werden und ein Team werden. Und dann. Und mal drüber nachdenken, ob das alles so eine gute Idee ist. Ja, ist ja meistens. Mit diesem offenen Satz verabschieden wir uns verabschieden wir uns in den Abend und kommen nächste Woche aus dem Wahlkreis. Ne? Ganz genau. Da haben wir ja einiges zu tun. Ja. Dienstag bin ich in Dresden abends. Mittwoch, Donnerstag fahren wir mit Michael Kaufmann durch die Gegend. Einige Infostände, bestimmt so ein Dutzend Infostände, ein paar mehr. Ne? Ja, so Mittwochabend gucken wir, glaube ich, gemeinsam Fußball, Deutschland gegen Ungarn, in der Nähe von Jena. Aber wir sagen nicht wo, ne? Nee. Oder ist das schon bekannt? Donnerstag machen wir unseren Donnerstagabend Bowling, ne? Ja. Habe ich das schon beworben? Nee. Wollte ich dir gerade noch Bescheid sagen. Hätte ich jetzt nach... Oh, muss ich noch machen? Ja. Okay. Ja, und dann wird die nächste Woche, wie gesagt, eine Wahlkreiswoche. Genau, so wird's. Nach zwei Wochen Berlin ist das auch mal nicht schlecht. Ja, man freut sich auch ein bisschen. So, jetzt kann ich mich abschminken hier, oder? Absolut. Ja. Ist das, eigentlich kulturelle Aneignung, wie ich aussehe? Dazu nächste Woche mehr. Tschüss.